die Psychomasse 65 Meter über unseren Köpfen zur Ruhe gekommen. Die 13. Etage. Dieses Hotel hat keine 13. Etage. Keins der alten Grand Hotels hat eine. Da hat der Mann ein gutes Argument. Wir teilen uns einfach auf. Egan, du und der Neuling, ihr geht in die 12. Etage. Winston und ich sehen uns die 14. an. Sir, würden Sie bitte mit uns kommen? Gut, aber wir bleiben in Kontakt. Dieser Ort ist außerordentlich gefährlich. Halt. Meine Scanner sagen mir, dass ich hier nicht sofort gehen sollte. Dieser Tisch. Bist du es? Was ist hier? Warum schlägt das aus? Ich weiß, du schaffst es. Hier vorne, ja. Hier vorne irgendwo. Komm zu mir, Artefakt. Wo bist du? Ich brauche euch alle. Ihr seid wie Pokémon. Ich muss euch schnappen. Ist das wirklich direkt drauf zugehen? Wo ist das nur? Das ist eine Blume. Spring doch drüber, Mann. Nimm deine Falle mit. Dort. Eine sehr schnell. Diese Uhr zeigt den Todespunkt von jedem an, der sich Gesicht zeigt. 1821. Der berüchtigte Schweizer. Die berüchtigte Schweizer Todesuhr wurde von Herschel Glücke hergestellt, einem genialen, aber verrückten Uhrmacher. Sie soll den exakten Todeszeitpunkt von jedermann anzeigen, der sich ernährt. Wenn man sie in der Feuerwache bei den vielen Entitäten aus dem Nachleben platziert, geraten die Uhrzeiger allerdings völlig außer Kontrolle und drehen sie wie verrückt. Peter benutzt die Uhr deshalb als Schreibtischventilator. Gute Wahl. So, wir haben 31 Millionen 1000 Puseflocken auf dem Konto. Ich möchte mal kurz hier die letzten Dinge kaufen, die es hier so zu kaufen gibt. Ah, Feuerratenerhöhungen sind super. Yep, das ist toll. Überladungsimpulsbeschleunigung ist toll. Kaufen. Okay. Nur irgendwas, was fehlt. Wenn ihr was seht, sagt es mir ruhig. Okay, verlassen. Und ich mache es nicht viel Schleim, um mich rum zu haben. Ekelhaftes, widerwärtiges Schleimzeugs. Na gut. Hier kommt man nicht mehr heraus. Alles sauber soweit? Gut. Es geht weiter auf der Geisterjagd. Vorsicht! Was ist los?
auf in den Fahrstuhl. Sehen wir mal, was auf der 12. Etage ist. Gesagt. Du meinst, warum wir dauernd neue Geister sehen? Ja. Okay. Denk dir das Mandala wie eine Buslinie der Stadt. An den Haltestellen werden Geister oder wartende Passagiere in das System gezogen und dort festgehalten. So konzentriert sich ihre PK-Energie, die daraufhin zum nächsten Knoten oder zur nächsten Haltestelle weitergeleitet wird und so weiter bis zur Endstation. Bei jeder einzelnen Haltestelle absorbiert der Stationsmanager einen Teil der Energie. Das stärkt ihn, den Knotenwächter, sodass er die Geister unter Kontrolle halten und jeden vernichten kann, der zur Haltestelle kommt, um den Fluss zu stören. Diese Knoten oder Haltestellen sammeln die verwendete Energie, um einen zentralen Punkt zu speisen und bedrohen somit unsere Welt noch viel stärker. Ergibt das jetzt alles mehr Sinn? Transportgesellschaft. Ja, alles war ziemlich gut erklärt, bis die Passagiere in der Haltestelle gefangen wurden. Wann ist mein Leistungsgespräch nochmal? Ich verdiene mehr Aktienoptionen. Oh, junge Dame, Sie sind voller Überraschungen. Nach Ihnen, meine Liebe. Also, es war ziemlich furchterregend. Seid extrem vorsichtig, das ist wahrscheinlich ein gefährlicher Konzentrationspunkt. Auf geht's. Merkwürdig. Es kommt von überall und nirgends. Unmöglich, eine genaue Position auszumachen. Richtig. Ray, bitte melden. Bist du da? Egan, was ist los? Wir hatten dich eine Minute lang verloren. Wir hatten einen Kontakt. Ich habe weitere Informationen zu dem Spinnenhexengeist. Der Manager sagt, die Behörden hätten sie nie gefunden, aber... Die Leichen hingen von der Decke. Ihr Blut war ausgesaugt und sie waren herumgeschleppt worden. Er sagt, man fand die Opfer in ziemlich üblem Zustand. Die Wände waren mit Blut bedeckt, die Möbel waren halb zernagt, zertrümmert und in einer Ecke wie zu einem riesigen Nest aufgestapelt. Sie scheint den Raum auch ziemlich übel verwüstet zu haben. Ich will nicht von der Decke hängen und Blut ausgesaugt bekommen. Ich sage dir nur so viel. Ich will nicht in schlechtem Zustand oder vandalisiert gefunden werden. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ja, doch. Hier ist etwas. Ihr seht es auch. Na los! Ich habe keine genauen Daten, woher es kommt. Es kommt aus einem der Räume nebenan. Kann ich eine Tür öffnen? Du da, übernimm die Führung. Wir müssen hier durch. Naja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ein verlassenes Hotelzimmer. Diese Vase, dieser Kamin. Alter. Ist alles so bereit? Alter Schwede. Okay. Ich schaue mir das jetzt später an. Oder ich schaue es euch mal kurz an. Ich denke, der wird mir zustimmen. Weiter geht's. Ray, bitte kommen. Ja? Was ist los? Wie lautete die Zimmernummer der Spinnenhexe? 1221. Nach ihrem Amoklauf wurde der Raum versiegelt, bis wir vor 5 Jahren renoviert haben. Hörst du das? Oh, begrüßt unsere Besucher! Das bedeutet, wir sind hier nicht allein. Definitiv. Da ist der Spinnen.
Scheine nicht durch dieses Netz zu kommen. Ist es voller Schleim? Was ist das? Seltsam ist das. Sie kommen! Ich muss Deckung suchen. Ja, okay. Oh, schieß, schieß, schieß! Der Vorsitzende schickt die kleinen Geister zu mir. Sie lieben mich. Sie machen mich stark. Vorsitzender für den Arsch. Der Boden durchläuft eine signifikante Metamorphose. Könnte man es sagen. Die Geisterwelt dringt aggressiv in unsere ein. Sie verwendet noch nicht mal ein Portal. Das ist äußerst übel. Yeah. Alter Schwede. Meine Knöchel? Du meine Güte, wir kennen uns doch kaum. Nein, ich... Wer... Was sind Sie? Nein! Hilfe! Alles klar. Da ist jemand in Not. Nein! Bitte! Worauf wartet er? Mach weiter! Geister sterben dort! Mhm. Die Geisterwelt bricht durch. Es passiert früher, als wir gedacht hatten. Es scheint, als würde sich der Knoten hier konzentrieren. Wir könnten Hilfe brauchen. Ray, bist du da? Bitte melden, Ray. Anscheinend sind wir jetzt gefragt. Dann suchen wir mal 1221 und beenden das. Wie machst du das mit deiner Stimme? Was ist das? Oh mein Gott. Lest euch nur das hier alles durch. Zurück zu ihnen. Hier durch. Sind dabei. Oh, seid ihr gekommen, um Spiele zu spielen? Oh, ich kenne viele Spiele. Ah, das sieht nicht gut aus. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Hey, pass auf! Ja, ja. Pass auf, links von dir! Du hast aber was am Bein. Wenn das Spiel nicht so ruckeln würde, ne, könnte man wahrscheinlich viel, viel besser 22. kämpfen. 1222. Kein 1221. Wo ist es? 1221 muss doch hier sein. Versteckt wie immer. Denk dran, nur weil wir es nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Gute Idee. Es war die ganze Zeit da. So. Na, wirkt doch einladend. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das supi.
Das gefällt mir gar nicht, aber wir haben keine anderen Optionen. Komm zu mir, kleiner Mann. Hab keine Angst. Oh, auf in den Bau der Spinne. Lasst uns weitergehen. Wenn du nicht im Weg stehst. Es wird geladen. Wir sind nicht allein. Puh. Es geht also in der nächsten Folge gegen die Spinne. Bis dann.